So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play WWE SmackDown vs. Raw 2007 in unserem neuen Lockerroom. Manu ist auch am Start, hallo. Ich will mich umbringen, der ist so schön. Ist das nicht ein toller Lockerroom geworden? Falls ihr die coole Special-Ausgabe von gestern verpasst habt, dann solltet ihr unbedingt mal in der Playlist bzw. auf meinem Channel vorbeischauen. Dort haben wir gemeinsam diesen schönen John Cena Neongrün und Schwarz Lockerroom dekoriert. Was ist denn, was magst du am liebsten? Also ich würde sagen, mein liebstes Stück ist hier, Moment, ich füge mal hin, der Geldhaufen hier. Also ich finde die ganzen John Cena Poster sehr ansprechend. Das ist doch sehr schön, warte mal. Also alles, was in diesem Raum an John Cena erinnert, da geht in ihr ein Herz auf. Hier. Aber das Geld ist auch cool. Ja, das Geld ist nice, ne? Dann haben wir hier. Oh, oder halt die Kanada-Flagge im Changing Room und Trainingsraum. Ist das nicht toll geworden? So, und wir haben ein sehr schönes Match vor uns und ihr konntet entscheiden, beziehungsweise ich hab's wieder ein bisschen verpeilt und hab's wieder auf dem letzten Drücker vor 20 Minuten habe ich eine Umfrage gestartet bei Facebook in der Franzog Facebook Community und dort haben die Leute zum Großteil entschieden, dass wir ein First Blood Match nun sehen werden. Was für ein Match war es nochmal? Es ging um die World Heavyweight Championship. Wir sind jetzt bei SmackDown, ne? Wir wurden ja getradet. Ich glaube, es ging um die World Heavyweight Championship gegen den Amtierenden. oder war das nur ein Number One Contender? Ich weiß es halt nicht mehr. Ist ja schon ewig hier Undertaker. Ach, oder nee, das ging um unsere Fehde mit dem Undertaker. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall bin ich heute dran, ne? Ja. Und wir werden das ja. Hast du schon ausgewählt? Wie bitte? Hast du das ausgewählt gehabt schon? Was ausgewählt? First Blood Ding? Nee, stimmt. Ja, scheiße. Warte. Fuck. Skip. Moment. Denn ist kein Problem, Leute. Ist kein Problem. Dann starten wir das Spiel einfach nochmal neu, wurde ja nicht gespeichert. Und dann sehen wir uns nach dem Schnipp wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. Jetzt können wir es auch auswählen. Hey. So, Fischblatt habt ihr euch ausgesucht. Nehmen wir das doch mal eben. Ach, schön. Und wer hat nicht funktioniert? Wie bitte? Ausgewählt? Ich meine, ja. Ich mach's. Siehst du, kann nicht mehr auf. Alles klar. Dann müsste das ja jetzt gehen, nach unserem Wissensstand. Gegen Andy. Wäre zumindest ganz gut, wenn es klappen würde. Begin next week. Come on. Ja, also klappt sehr schön. Dann gehe ich auf Play. Kennst du Leute, die Play sagen? Ja. Kenn ich. Schmeckdown, also. Raw. Ich hab immer, warte mal, wie war das? Ich hab Raw und Ring of Honor mal gleich ausgesprochen früher, Raw. Glaube ich, oder irgendwie so. Irgendwie so war mein Kopf. Ja, weil, ja, Raw. Raw heißt Raw, deswegen. Ja, das ist. This is the dead man's chance to prove that he's the dominant superstar here on SmackDown, Taz. I'm not sure how much Take has got to prove, Cole. You're talking about one of the most decorated veterans in the business here. There's no doubt The Undertaker is a legend in his own time, Taz, but we may be seeing the birth of a new legend. Ich glaube nicht um die Championship. Ich glaube, der war ein bisschen falsch. Ja, Manu, das war's für die Folge, weil... Ja, wir sehen uns dann. Sobald der Undertaker um die Ecke gekommen ist. Nein, gut, dann nehmen wir das mal eben. Owens! Kannst du mal bitte kurz für die Zuschauer die Kevin Owens Entrance Musik machen? Moment. Jetzt. Ach ja. So, was haben die gesagt? Hab ich zugehört. Tut mir leid. Ja, keine Ahnung, dass du halt dich aus. Keine Ahnung. War bestimmt wieder unnötiger Stuff. So. Genau, ich denke auch. Aber wir müssen irgendwas in den Entrance sagen, damit niemand die Cutscene skippt, damit man mit einer Spielzeit vortäuschen kann, die so gar nicht stimmt. Genau. So. Ah, der gute Kevin. Kevin? Ich habe in der neuesten. Hörst du Out of Wrestling aktiv von Coke Cabana?
Ja, ab und zu mal zumindest. Aktiv? Okay, ab und zu. Ja, die neueste Ausgabe war die 5-Jahres-Jubiläumsausgabe. Ah. Und Kurt Cobain hat eine Zeit lang mal ein Premium-Format gemacht, beziehungsweise halt so extra Podcast noch so. Und da hat er jetzt einen Schnipsel von vor 3, 4 Jahren oder so hochgeladen, wo er Sting im Interview hatte. Okay. Und da hat er halt wirklich gesagt, dass er halt selber schuld ist, von wegen, dass er nicht in der WWE ist und er genau diese Entscheidung getroffen hat, dass er nicht trainiert und bla und blub. Und ist sehr interessant und erzählt halt ein bisschen, wie man in der Independence nicht wirklich irgendwas verdient, sondern man verdient zwar Geld, oder er war damals schon Ring of Honor, einer der Ring of Honor Topstars, und verdiente halt für seine Position relativ viel, also im Vergleich zu den anderen, aber halt auch nicht so viel, dass er seine ganze Familie gut über Wasser halten kann und so. Ja, klar. So, und dann erzählt halt alles. Könnt ihr euch kostenlos anhören? Beim Kurt Cobain, Art of Wrestling Podcast zum Beispiel, auf seinem YouTube-Channel. Der gute Colt Cabana. Boom, Weiß nicht. boom! Ja? Er ist halt so ein bisschen, also er hat, also wie er, also er wrestelt ja auf eine Art, die muss ja einem gefallen, muss man ja auch an der Stelle Comedy wirklich Wrestling sagen. halt. Ja, ich weiß nicht, ich komme damit nicht richtig klar. Nee? Finde ich super. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gibt's. Keine Ahnung, ist es halt einfach irgendwie so, dass ich da drauf nicht irgendwie klarkommen will. Er hat Okay. mich auch nicht als Scotty Goldman in der WWE überzeugt, das ist auch Ja so ein gut, Ding. aber die drei, da kann er dich auch nicht überzeugen als drei Ja, Jobber-Matches. es gibt Leute, die überzeugen mich beim ersten Match. Aber nicht in einem Jobber-Match. Wenn die anders, wenn die so gebuckt wäre, würde ich sagen. Weil zum Beispiel jetzt so Ja, ein Axel. Axel Tisch hat Ja, mich in seinem ich wollte ersten gerade sagen. WWE-Match. Aber das Axel Tisch hängt. hat mich auch in seinem WWE-Match überzeugt, obwohl er von Samoa Joe zerrissen worden ist. Aber die hatten auch viel Zeit bekommen und Samoa Joe hat ihn auch viel machen lassen. Und ich glaube nicht, dass das bei jedem Gegner so der Fall ist oder nicht so möglich ist. Weil, was war das? Ich glaube, Cabana musste damals gegen Great Khali oder so ran. Dass Ja, er da ja. keine Offensivaktion machen durfte, so wie der Khali damals gepusht wurde. Ja, das ist halt auch so ein Punkt, den verstehe ich halt bis heute nicht. Du hast mit Kali einfach so das total geile Rohmodell für den großen zerstörerischen Heel, weißt du? Ja. Du hast einen relativ guten Manager ihm an die Seite gestellt, zack, Alter, weißt Der war cool, ne? Wie hieß er nochmal? Der du? erste. Ranjing Singh oder sowas? Ja, irgendwie so. Ich fand ihn super. Ey, ich fand Kali halt auch als Heel damals, halt so in der World Title Picture, fand ich den halt super. Okay. Ja, das Punjabi Prison Match war ultra cool gemacht. Dann waren Fand diese zwei ich. Käfige nebeneinander, oder waren drei Ja, sogar? genau, diese Bambuskäfige, diese zwei. Zwei waren, ja. Das war schon cool gewesen, das muss man ja schon sagen, einfach. Ja, kann mir Finde ich. vorstellen, kann mir vorstellen. So, jetzt habe ich auch gleich hier einen Finisher. Geil. Also, fand ich halt persönlich ganz cool, da verstehe ich nicht, wie man den Mann halt dann einfach so zum Comedy-Catcher halt auch wieder runterstuft. Na, vielleicht wollten sie ihn als Facein durch hier wegen dem Indien-Publikum pushen oder irgendwie so. Man weiß es nicht, ne? Oder gab es da irgendwelche Stories? Ich weiß es nicht, warum. Ach ja, Selber fürs haben sie auch mit Bloodmatch, ne? Wladimir Kozlov dann gemacht. Ja, aber fürs Bloodmatch habe ich für einen Moment vergessen. Wollte ihn gerade pinnen. Dann können wir gleich mal Ja, auf Aktion seinen machen, aber Kopf erstmal. gehen. Ja, warte. Ich will unsere coole Combo machen, Manu. Ja, natürlich. Oh. Ach, zum Glück sind wir beide noch nicht auf dem Kopf überhaupt angeschlagen. So, pass Nee. auf. Ach, Mann. Doch, ey. Ach nö. Ach, Undertaker, Mann. Was ist denn los mit dir? Was ist dann los? Oh, jetzt geht er wirklich Och durch, okay. ja, genau. Aber Ja, er zum Beispiel super. geht er wirklich Setz durch. halt einen Move an, der dir halt nichts bringt, Undertaker. Ach, Mann. Hier gibt Ja es doch, auch er nicht hätte so. dich hinter dem Finisher nicht speichern können. Jetzt hat er Und auch als einen Finisher. erstes Und dann. sein. Oh, fuck, jetzt habe ich verloren. Oder Ja, der aber Finisher das bei sieht den. nicht gut aus. Er hat halt Glück. Sein Finisher geht halt auf den Kirby, ne? Ja. Oh Gott. Beide. Ja, nochmal zweiten. Ja, den Chokeslam. Ja, gut, der geht so ein bisschen auf den Kopf. Ja, Hat er den als Finisher da, ja? ich meine, er müsste jetzt Finisher haben. Signature gibt's ja nicht. Und dann denk mal die Oldschool nicht. Die wären ein bisschen zu weak Nee. als Finisher in der Nee, that's Hinsicht. right, oder nicht? Boah, der damals, ist halt immer schneller am Undertaker. Der nimmt halt immer Moves irgendwie, also macht er so und weiß halt nie, was ist sein Finisher. Also der wirkliche Finisher ist ja der Piledriver. Tombstone. Der Tombstone. Das ist ja sein Markenzeichen. Passt ja auch mit dem Namen. Ja, ist super gemacht auf jeden Fall. Kann man Kann er nicht jetzt mal mit anders sagen. herkommen? Oh. Na ey, Nein. jetzt. Das ist so arschig, Er der Typ. Genau darauf hat er Guck ja mal, ich bin jetzt schon gewartet. orange, ey. Am Schädel. Mit einem Schlag oder was das war? Ja, du warst schon vorher gelb. Ach so. Ja. Gar nicht mitgekriegt. Wovon denn? Jetzt habe ich Weiß ihn. nicht, von seinen Aktionen. Fuck, das geht nicht gut aus.
Nee, du solltest erst mal. Oh Gott! Och ja. Oh Gott! Ja, je, wat? Was? Was? Oh. Was? Kann mir bitte jemand eine Originalszene von der WWE zeigen in den Kommentaren, wo der Undertaker so den Tombstone performt? Er hat bestimmt ein, zwei Mal gemacht, als vielleicht als Dings hier, als Biker oder nicht? Ja, maximal, aber da hat er doch öfters die Last Ride gemacht. Was haben wir denn als Aktion, die auf dem Kopf... Es ist so lange her, da ich den Kram gesehen habe, einfach. Was haben wir denn? Haben wir nicht... Das gibt mir auch einen Schädel. Hier vielleicht. Ein Chop. Auch nicht auf dem Schädel. Ey, lass mal gucken, was für Aktionen auf dem Schädel gehen. So, das. Ja, genau. Das macht ihr jetzt die ganze Zeit. Ja. Hau ihm mal ins Gesicht. Mann! Gibt's hier noch. Und dein Körper ist rot. Gibt's hier noch. Fuck. Gibt's hier noch Stuhlfinisher und so? Ich glaub nicht, ne? Nee, glaub nicht. Ich glaub, da brauchst du erst Hardcore-Special. Ah, wir haben Hardcore-Special. Haben wir? Ich glaub, wir haben Hardcore und. Was haben wir denn eingestellt? Ich weiß es als nicht. Als Fighting-Typ. Wir können ja gleich mal gucken, sobald ich einen Finish habe. Ja. Und einen Stuhl habe, aber das. Oh nee, come on. Katapult. Come on. Der bereitet es halt richtig schön vor. Muss man ihm mehr lassen, ne? Macht die KI schon gut so auf normal. Und ich spiele ohne Delay gerade, Leute. Ihr wisst, ich bin nicht so gut. Ja, nee, sind wir beide nicht. So. Tor. Nein, doch nicht Ton. Das soll ja entertainen und nicht euch zeigen, wie gut wir sind. Speedrunners. Wir können ja auch bei Summer Games dann Quick mitmachen. Oder was ist denn, was ist das andere? Heißt das denn Any Games oder All Games dann Quick? ADGQ? Ja. Nur Games Guns. Das heißt eigentlich nur Games. Ja, ich hab mir ein paar so eine Videos angeguckt und da steht halt manchmal ein S und manchmal steht da ADGQ. Oh, ich hab keine Ahnung, was da steht. Halt. S vielleicht für Summer und A für Autumn? Das kann natürlich auch sein. Ja, das ist doch halbjährlich, oder? Das letzte ich weiß nicht, wie oft das ist. Ich hatte das bloß gesehen, was bei Rocket League gefeatured wurde. Und hab mir ein paar Pokémon Speedruns angeguckt, deswegen. Pokémon Speedruns sind echt heftig. Vor allem der eine Typ hieß der Werster, Wälzer oder so. Und der kannte, der hat halt dein Item so verändert und so, dass er letztendlich seinen eigenen Code geschrieben hat, dass er in die Hall of Fame kommt und so. Richtig krass. Ja, das müssen wir uns halt machen. So, das geht. So. Wow. So, pass auf. Das war Storm. Wir haben einen Stuhl. Undertaker ist mir noch nicht gefolgt. Hast du gesehen? Wir haben uns erstmal draußen gemütlich unterhalten. Das stimmt eigentlich so. Ah, oh, eben. Komm doch. Oh Gott. Da! Hätte Finisher machen können. Hast du gesehen? Ja, okay, also. Gut. Ja. Oh, come on. Taker. Ach, die KI. Die ist halt so dumm. Ja, ich kann mich in der Zwischenzeit erholen, das passt mir ganz gut. Danke. Könnte er aber theoretisch. Pass halt auf, Mann, jetzt. Oh, schön. So. Oh. Pass auf, wir haben Rot am Torso. Bringt mir aber nichts. Ja, nee. Na, theoretisch könnten wir auch einen Cut am Torso ja jetzt! Zu. Da! Yo! Sag's doch, ich hab noch einen Finisher. Ja, nochmal, oder was? Warte, erstmal Stamina. Ihr müsst ja relativ langsam aufstehen. Ich glaube, der Stuhl ist jetzt kaputt, oder? Nee, ich kann ihn noch hochnehmen. Oh, schön. Ah, ich weiß nicht, welches, wenn ich es noch einmal schlage, dann ist er wahrscheinlich kaputt. Ja. Mal gucken. Doch nicht. Okay. Oh, doch. Ah, doch. Schade. Ja, egal. Aber egal, das ist ein neues Kombo. Neue Kombo mit dem Stuhl. Ach, guck mal. And another chair. Bam! Oh. Och, und rauf. Och, ja, Undertaker. Eben frisst er aber. So, guck mal, jetzt, aber. Guck mal, Kabin auf Rot. Ja, und du bist orange nur. Komm, Blute, Blute. Blute, Blute. Kann man doch voll gut sehen jetzt. Ist mir egal. Ja. Franz, du musst mal ein Match gewinnen. Schaff es für die Community. Das wäre so die typische WWE-Kameraperspektive für so ein Match gewesen. Halt. Ja. Gut zusammengefasst. Ich meine es halt ernst. Es ist halt auch leider wirklich so mittlerweile, was ja traurig ist. Wieder orange. Ah, das bringt mir nichts. Ich brauche einen neuen Stuhl. Weil der ist gut wieder kaputt. Ja, da kannst du mal geben, kannst du noch mal. Vielleicht du schon nach dem ersten Chairshot. Darf er rauskommen, wenn er möchte.
Ich möchte nicht, der möchte ich drin abfrühstücken, glaube ich. Na fuck. Hey, hätte da noch geklappt, ey. Glaube ich nicht. Ja. Aber jetzt bringt es auch nichts, brauche ich einen zweiten Stuhl. Und der ist aber so auf der anderen oberen Seite, glaube ich. Aber ob ich dieses Match schaffen werde, Freunde, oder nicht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und zwar übermorgen, wenn ihr Bock habt, 18 Uhr, wenn ihr schon ein Teil der Hashtag Superfan seid, Link ganz oben in der Videobeschreibung, alle weiteren Infos, ne, dann könnt ihr auch schon die nächste Folge morgen gucken. Manu, irgendwelche abschließenden Worte für die heutige Episode? Ja, keine Ahnung, Schüle sind ziemlich instabil. Das ist ein sehr schönes Statement. Auf Wiedersehen, dann mal für coole Blog aus, euer Franz, euer Versorg, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.